Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Also auch hier heute in Stadt Allendorf atmosphärisch ein absolutes Heimspiel. Und den wird er gleich schön vors Tor ziehen können. Guck mal, die bilden eigentlich gar keine richtige Mauer. Ja, jetzt kommt der Ball gut nach vorne gezogen. Da kommt Taya Paran fast dran. Kriegt den Ball nochmal zurück, dann von Debra. Schöner Pass für Maurice Roth. Maurice Roth zieht in den 16er. Elfmeter. Und es gibt Elfmeter! Dann wird er umgesetzt von hinten. Und ich glaube, der Übeltäter war Malcolm Phillips. Phillips oder Ofori, einer von den beiden. So. Die Riesenchance für die Eintracht zum Führungstreffer. Dominik Kintscher gegen Schein. Wir schreiben die 23. Minute. Ball ist freigegeben. Kintscher. Tor für die Eintracht! Dominik Kintscher bringt hier den SVE in Front. Also, der Führungstreffer durch Dominik Kintscher. Und hier herrscht kollektiver Jubel. Und so wie ich die Reaktion hier einschätze, auch auf der Tribüne, sind tatsächlich die Trierer in Stadt Allendorf in der Überzahl. Und die Entscheidung absolut korrekt. So, jetzt der SVE auf dem richtigen Kurs. Ist nie gut, wenn du als Mannschaft zweimal in einem Spiel Anstoß hast. Und für Stadt Allendorf gab es gerade bereits Nummer 2. Aber ich muss hier nochmal die Mannschaft loben, wie geduldig die geblieben sind, nachdem ja in der Frühphase... Wieder ein guter, sorry, ich muss dich unterbrechen in der Mitte. Wäre Brandschat frei, der kriegt jetzt den Ball. Und das 2:0! Wieder die Eintracht mit einer Blitzreaktion nach dem ersten Tor. Denn direkt steht es hier 2:0. Und wieder ist es Jan Brandscheid, der hier mustergültig bedient wurde. Und Ali, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Herz schlägt hier gerade mächtig hoch. Ja, also, wir haben es ja schon in den letzten Spielen gezeigt. Wir sind einfach fähig, Doppel- und Dreifachschläge in wenigen Minuten zu setzen, damit einfach den Partien die richtige Richtung zu geben. Und genau das hat die Eintracht jetzt wieder gezeigt. Den reichen 2, 3 gute Minuten und wir sind 2:0 vorne. So, Stadt Allendorf natürlich jetzt ein bisschen geschockt. Versucht sich gerade zu finden, wieder mit Bällen durch die Hinterreihen. Aber wieder wurde da gut aufgepasst. Ich glaube von Kevin Heinz. Der hat den Ball geschnappt, geht über die linke Seite. Brandscheid wieder in der Mitte, fast zieht ganz frei. In die Mitte, Sven König. 3:0! 27. Minute, die Eintracht, sie fackelt hier in Stadt Allendorf ein Feuerwerk ab. Und das ist jetzt hier der absolute Wahnsinn. Ja, es war wieder Kevin Heinz mit dem Ballgewinn und dann geht es wieder blitzschnell und dann verlieren sie die schnell nachrückenden Trierer wieder aus den Augen. Und dann ist Sven König eiskalt vor dem Tor und schiebt ein zum 3:0 für den SVE. Mit der 14 kommt zur Bank Moritz Wusch und macht sich zur Einwechslung bereit. Robin Garnier, guter Ball. Da auf Sven König. Jetzt haben wir eine Kontersituation, 3 gegen 2. Wobei die Eintracht mit 3 Mann vorne ist. König zieht in den 16er. Er spitzelt dann um seinen Gegenspieler, um Malcolm Phillips den Ball herum. Aber der Ball landet gut 2 Meter neben dem Kasten. Ja, das war wieder so ein typischer König. Ja. An der linken Seite nach innen gezogen und dann mit viel Effekt ins Tor. Nur diesmal eben ein bisschen zu weit weg vom Tor. Ja. Guter Zweikampf von Yannick Debra auf der rechten Seite. Debra geht jetzt Richtung Grundlinie in 16er. Immer noch Debra, jetzt kann Debra schießen. Tor! 4:0 durch Yannick Debra, der da einfach seine Gegenspieler aussehen lässt wie Trainingsstangen und mit ein bisschen Glück, dass er da angeschossen wird. Nochmal den Ball bekommt und entsprechend steht es hier 4:0 für die Eintracht. Das war gerade eine richtige One-Man-Show von Yannick Debra, der sich den Treffer praktisch selber vorlegt und dann vollendet zum 4:0 für Eintracht Trier.
So, wie gesagt, Kevin Heinz hat sich den Ball jetzt zurechtgelegt, kann ihn schön in den 16er ziehen. Direkt an der Strafraumgrenze. Da herrscht Gewusel, er probiert es direkt. Und da hat Tolga Şahin den Ball auch erst im Nachfassen. Das war richtig gut gemacht. Jetzt das Duell Debra gegen Çetin. Und Çetin, der hakt von hinten und kriegt das jetzt abgepfiffen. Enis Salimi kann dann klären für die Eintracht aus Stadtallendorf. Jetzt vielleicht mal die erste richtig gute Gelegenheit. Ja, wir schreiben die 74. Minute und das war der erste richtig gefährliche Torschuss nach einem Missverständnis in der Eintracht-Defensive von Stadtallendorf. Aber der geht ja einen guten Meter über den Kasten von Deno. Winkel war auch schwierig für ihn, war sehr weit links draußen. Ja. Ja, wir haben ja keine Statistik. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also das hier ist der erste Eckball in dieser Partie, 87. Minute. Aber ist ja nicht die Statistik, die ausschlaggebend ist. Das ist die Torstatistik. Und da liegt die Eintracht mit 4:0 vorne. So, Eckball kommt jetzt rein von der rechten Seite. Der ist nicht verkehrt. Wird geklärt durch Simon Maurer. Leder wird sich dann geschnappt von Wimmer. Der leitet zu Bibaku weiter. Jetzt hier eine blitzsaubere Kontersituation. Bibaku lässt sich da nicht faulen. Und dann ist es tatsächlich Dylan Esmail. Dylan Esmail, der hier noch das 5:0 draufsetzt in der 88. Minute. Das ist natürlich das Traumergebnis. 0:5. Ja, heute ist Eintracht Trier 0:5. Programm Eintracht Trier geht mit 5:0 in Führung im ersten Relegationsspiel auswärts gegen Eintracht Stadtallendorf. So, und da ist er, der Schlusspfiff im Herrenwaldstadion in Stadtallendorf. Eintracht Trier gewinnt 5:0 im ersten Relegationsspiel. Auswärts gegen Eintracht Stadtallendorf. Durch Tore von Dominik Kintscher, durch Sven König, Jan Brandscheid, Yannick Debra und Dylan Esmail. So, ich habe Dominik Kintscher bei mir. Kinschi, heute würde ich mal sagen, du warst unser Dosenöffner gewesen. Spannende 15 Minuten, wir waren relativ in der Defensive, dann kam der Angriff, dann kam der Elfmeter, du hast ihn souverän verwandelt. Wie war es denn heute aus deiner Sicht gewesen? Ja gut, steht halt so viel auf dem Spiel. Wir wussten das, wir sind gestern angereist, super Hotel gehabt, super drauf vorbereitet. Trainerteam hat uns brutal drauf eingestellt. Wir wussten, dass wir auch eventuell die Anfangszeit überstehen müssen, weil die 3:0 gegen Kickers verlieren und noch vielleicht noch mal ein anderes Gesicht zeigen werden, weil sie sich gut verabschieden wollen. Und da haben wir gut gestanden. Den Elfmeter musste ich mir nach letzter Woche einfach noch mal holen. Und dann haben wir das Momentum genutzt und haben dann das zweite und das dritte relativ schnell nachgelegt. Und das war auch wichtig. Und dann siehst du halt diesen Haufen hier, dann kommen Spieler raus, Spieler kommen rein und es ist brutal. Dann machen die noch zwei Tore und es ist geil. Und jetzt gut regenerieren. Kurz feiern mit den mitgereisten Fans, Weltklasse Unterstützung und dann machen wir das Ding am Dienstag fix. Das wollen wir doch alle hoffen. Das ganze Stadion war komplett in Trierer Hand. Von der Gegengerade kam Unterstützung unserer Fans. Die Haupttribüne war in Trierer Hand gewesen. Deine Erwartung für jetzt, für Dienstag, wir holen das Ding. 100%. Dann ist das die Aufgabe für Dienstag. Wir freuen uns drauf. Also nie mehr Oberliga und ich bin aufs nächste Lied gespannt, aber dieses Lied, ja ganz ehrlich, das spricht mir ja schon tutti kompletti aus dem Herzen. Ja. Aufstehen für den Verein ab!
hundertprozentig. 54 Sekunden für 2 Tore gegen Worms, 6 Minuten für 3 Tore gegen Wiesbach, 5 Minuten für 3 Tore gegen Stadt Allendorf. Steht das so bei dir auf der Taktiktafel? Nein, das steht nicht, aber da steht drauf, Druckmannschaft, und das haben wir gezeigt. Die ersten Minuten von beiden Halbzeiten gingen relativ, ja, irgendwie dann doch an Stadt Allendorf. Die haben die ersten Minuten bestimmt gehabt und dann war jeweils immer so ein Dosenöffner gewesen mit dem Tor, der dann dazu geführt hat, dass die ganze weitere Halbzeit und das Spiel in andere Richtung gelaufen ist. Moral der Truppe überragend, Unterstützung der Fans überragend. Woran würdest du den Erfolg festmachen? Ist alles. Also wir haben geile Fans, wir haben ein geiles Team, wir haben ein geiles Umfeld, ein Top-Vorstand, der uns unterstützt. Da passt einfach so vieles und wir zeigen es auch auf dem Platz. Ich glaube, das ist normal, dass du in das Spiel heute reingehst und Stadt Allendorf versucht alles. Die haben nichts zu verlieren, pressen uns hoch. Und da war es uns klar, dass wir uns ein bisschen freischwimmen müssen. Das haben wir dann relativ gut geschafft und dass wir dann die Tore natürlich auch so machen. Und alle für die Qualität der Mannschaft und der einzelnen Jungs. Reden wir noch gerade zum Schluss über das Spiel am Dienstag gegen die Stuttgarter Kickers. Laut Tabelle reicht ein Unentschieden. Wie gut und wie gefährlich ist diese Ausgangslage? Wir spielen wieder auf Sieg. Für uns gibt es das nicht, dass wir auf ein Unentschieden spielen. Es ist natürlich so, dass dann Kickers ein bisschen rauskommen muss, keine Frage. Aber es ist eine extrem, extrem gute Mannschaft mit super Einzelspielern. Das wird ein anderes Kaliber, das wird ein ganz anderes Spiel. Wir werden uns aber auch darauf top vorbereiten. Josef, zum Schluss 2 Worte von mir. Belohnt euch. Am Dienstag erwartet euch ein pickepackevolles Moselstadion. Vorfreude pur? Ja, das wird ein Spiel, was man so schnell nicht vergessen wird. Wir wollen nochmal alles raushauen. Wir haben jetzt eine gute Ausgangssituation und ich hoffe, alle kommen. Ich hoffe, das Ding wird voll, dass da echt der Baum brennt. Und das entscheidende Tor von Jan Brandscheid? Ja, wer das Ding macht, ist mir egal. Und darauf hoffen wir. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir am Dienstag dann um 19 Uhr eine volle Hütte haben. Belohnt euch für eine überragende Saison mit so vielen Steinen, die im Weg gelegen haben. Macht's für diese Fans, macht's für euch. Und dann hoffen wir auf einen erfolgreichen Saisonabschluss am Dienstag. Danke für alles. Ja, ja. Robin. Ja, machen wir noch gerade für SVE TV? Ja. Gut. Natürlich. Ah, Arm in Arm, die beiden. So, Kamera mal da hinten, hinter der Kinderschokolade. Ah, okay. da, wo Ricardo und alle winken. Ja. Robin. Sag einfach mal, Heimspielatmosphäre in Hessen. Ja, Wahnsinn. Ich denke, das ist einmalig irgendwie, man merkt, habe ich auch schon öfter gesagt, was wir hier für eine Euphorie entfacht haben, wir als Mannschaft, was wir einfach geleistet haben in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich die ganze Saison über, und das wird honoriert und ja, zusammen mit den Fans haben wir es einfach verdient, aus dieser Liga rauszukommen, am Dienstag den letzten finalen Schritt zu gehen. Und es ist einfach sensationell. Du hast ja auch eine Stuttgarter Vergangenheit. Wie besonders wird das Spiel für dich? Ja, ich kenne noch 2 Jungs, mit denen habe ich auch noch guten Kontakt. Ich hatte da ein Dreivierteljahr, war es schön. Danach war ich auch halbwegs froh, als das Kapitel beendet war, obwohl das auch ein toller Verein ist. Auch tolle Fans, Traditionsverein, aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ich denke, hier gehöre ich hin und deshalb ohne Wehmut am Dienstag einfach nur für Eintracht Trier. Und dann hoffen wir, dass das Kapitel Oberliga am Dienstag nach 90 Minuten für die Eintracht auch beendet ist. Danke und alles Gute für Dienstag. Ja, vielen Dank. Dein Appell, last but not least, an die Eintracht-Fans, für alle diejenigen, die schon eine Karte haben, und für diejenigen, die noch überlegen, was sie am Dienstagabend so Schönes vorhaben. Ja, ich glaube, hier kann man einfach nur sagen, unterstützt und alle, kommt alle ins Moselstadion. Wir werden 100% dafür geben, ein Fußballfest zu bereiten den Zuschauern. Und von daher kommt alle ins Moselstadion, wer jetzt noch keine Karte hat. So machen wir es.